Von seiner Sehnsucht an Amsterdams Grachten zur Zeit des goldenen niederländischen Zeitalters entlang zu schlendern, erzählt Alonso Ariel im Booklet dieser CD. Nein, zu Hause sei er gern im 21. Jahrhundert, aber den großen Rembrandt hätte er schon sehr gern getroffen. Und so ist dann auch dieses Album zu einer ganz persönlichen Begegnung des israelischen Musikers mit dem niederländischen Maler geworden. Zumindest mit dessen Zeit, denn im 17. Jahrhundert und schon vorher stand auch die Tonkunst in unserem westlichen Nachbarland in voller Blüte. Namen wie Jacob van Eyck oder auch Jan Pieterszoon Sweelinck haben ihre Bedeutung bis heute nicht verloren. Doch wir begegnen auch vielen anderen Komponisten, die den meisten von uns neu ins Bewusstsein gerückt werden. So zum Beispiel der eingangs gehörte Johannes Schenk, und das folgende Stück des 1631 geborenen Louis de Moy ist sogar eine Welterst-Einspielung. So persönlich wie die einleitenden Worte von Alonso Ariel gewählt sind, so intim klingt auch die Musik auf dieser CD. Es ist eine Rundreise, die in mehrfacher Hinsicht die Handschrift ihres Protagonisten trägt. Nicht nur durch die sorgfältige Auswahl der Stücke, sondern auch durch eigene Bearbeitungen. Immer wieder werden dann auch die Bezüge zu Rembrandt hergestellt, der inhaltlich wohl eigentlichen Hauptperson dieses schönen Albums. So lernen wir den international erfolgreichen Lautenisten Constantijn Huygens als einen der frühen Förderer des Malers kennen, und wir sollen den in manchen Werken Rembrandts beobachteten Orientalismus in musikalischen Parallelen spüren. Der israelische Musiker und der niederländische Maler lassen so die Städte Amsterdam und Jerusalem quasi zu Nachbarn werden. Und das alles gestützt von einem feinsinnig agierenden Ensemble Concerto Foscari, dessen Mitglieder alle für sich genommen auch solistisch wunderbare Musikerinnen und Musiker sind, wie bereits zu hören war. Alle sechs zusammen hören wir nur an wenigen Stellen der CD, zum Beispiel bei John Bull, einem nach Antwerpen geflohenen britischen Protestanten.